Let's Play Omsi mit Brian Bausch. Ja, einen wunderschönen guten Mittag und herzlich willkommen zum einem weiteren Let's Play hier in Omsi, den Omnibus Simulator. Ja, es ist ein schönen gestaltetes Berliner Stadt. Und zwar, wir befinden uns heute auf der Karte New Berlin Spandau. Und wir fahren mal heute mit dem Icarus Zemon IK111. Und zwar, wir fahren wieder heute mit einem Schaltwagen. Den Bus bin ich auch schon letztens gefahren. Und ich würde mal sagen, hier funktioniert die Tür. So wird das ja nicht gehen. Ich weiß warum, aber wir gehen mal so in den Bus. Dann starten wir mal die Elektrik. Und heute suchen wir einen reales Wetter. Berlin. Das ist aber auch allerdings jetzt ein bisschen am Stock finster. Das wird dann hier so schlechtes Wetter geben, was weiß ich noch. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Fahrplan. Und zwar, habe mal gedacht, wir fahren heute mal die Linie 100 von Olympiastation nach Stadtgrenze, also zum Terminus. Jetzt mache ich mal kein Altverstärker fahren. KI-Bus wird nicht entfernt, mal das hier. Es geht ab 10.09 Uhr los, das dauert noch ein kleines Minütchen. Sie lösen Wagen Nummer 3964 ab. Dieser Wagen wird ausgesetzt. Hier haben wir die Linie Kurs. Hier haben wir das Ibis. Aber die ist aus. Hier. Steht's drauf, die 100. Route 2. Also ihr wisst ja schon, wir fahren heute mal die Expresslinie nach Stadtgrenze, also die 100. Und ich würde sagen, den lassen wir mal einsteigen. Dann schauen wir mal gerade. Eine Minütchen noch. Aber ich muss jetzt bloß mal kurz gucken, wo die Heizung ist. Ah Leute, hier ist die Heizung. Ja, das ist die Scheibenwischer.
Ah, das hier ist die Heizung. Ah ja, wir müssen jetzt los. Mir bleibt sowieso ebenfalls auch nicht viel Zeit. Und nicht vergessen, wir müssen noch kurz die Scheibe mal sauber machen. Dann machen wir mal ein bisschen die Fenster offen. Aber nicht ganz, nur ein klein bisschen. So, die Haltestellebremse war nicht aktiv gewesen. Erster Halt war Olympiastadion. Besonders die Hupe finde ich sehr, sehr schön. Und so. Nächster Halt am Kiesteich. Ja, fahr du mir noch drauf. Deine Bus schaltet sich auch komisch wie bei dem anderen Icarus. Irgendwie schaltet der eine auch so komisch wie bei dem Icarus 260. Irgendwie schaltet der sich ein bisschen komisch. Da könnt ihr sehen, schön den Innenraum. Finde ich besonders schön. Und jetzt bloß aufpassen, bevor man einen Auto gerade, ein PKW hier umrammt. Da muss ich noch ein Stückchen vor. Das ist jetzt immer noch am Kiesteich. Ihr wisst ja, die Schaltknüppel bewegt sich ja leider nicht mehr, ich weiß es ja. Noch fährt da jemand mit, sehe ich. Nächster Halt, Siegener Straße. Also, ja, ich finde dieser New Berlin Spandau sehr, sehr, sehr schön gebaut. Da finde ich auch sehr gebaut, diesen Bus. Das ist ganz schön cool, sehr, sehr cool.
Der steht keine 100. Es steht nicht die Linie Nummer 100. Also müssen wir noch eine Haltestelle weiter. Ich würde sagen, wir machen ein Fenster wieder zu. Ich hoffe, es wird schon bald ein bisschen warm sein. So, jetzt können wir an der Haltestelle anhalten. Da kommt. Hallo. Aber wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drauf drücke, öffnen sich alle Türen. Nächster Halt. Zeppelinstraße. Also, wenn euch diesmal dieses Video gefällt, schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt fahren wir mal an den lustigsten Berliner Strecke. Hier entlang, denke ich mal. Die Schüssel, die wird man jetzt meistens bin ich auch die Strecke schon gefahren. Aber nur von einem Omnibus, am Omnibus zum Olympiastadion. Da bin ich letztens nicht die 100 gefahren. Und zwar letztens bin ich die Linie 63 gefahren. Nächster Halt. Plapse. Oh. Ja, es wird schon kalt. Es wird schon noch mal ein bisschen arschkalt. Aber jetzt weiß ich nicht, wo bitte hier die eine Heizung ist. Jetzt weiß ich nicht, wo die Heizung ist. Das ist nicht Platze, das ist die Zeppelinstraße 2. Das war Zeppelinstraße. Mach's mal wieder auf dem Rot, weil im Rot ist die Heizung meistens warm und im Blau ist die Heizung meistens kalt. Bisschen hab ich Verspätung noch. Hier ist es. Hier ist es. Hallo. Hallo. Morgen. Morgen.
Ja, Heizung habe ich jetzt mal an, denke ich. Aber irgendwie hat der Bus gar keine Heizung. Nächster Halt. Rathaus Spandau. Hier steht drauf nicht die Linie 100. Hup ist cool. Cooles Hupe. Nicht wahr? Ich muss ein bisschen Gas geben wegen den Verspätungen. Ich muss die Pünktlichkeit noch schaffen. Jetzt ist der Motor geradeaus. Das kann mir gelingen. Da war noch ein Kollege. Och Mann, Ruhe. Die geht mir alle eine auf die Keks. Meine Gott im Himmel. Wir müssen hier rechts rum. Beim nächsten Mal zeige ich euch noch die Linie hier, die Linie 5, die zeige ich euch dann beim nächsten Mal, die wollte ich euch auch noch zeigen. Die wird's immer noch nicht. Nächster Halt. Seeburger Straße. Die 80 fährt die rechts nach Starken. Ja, das stimmt jetzt irgendwas nicht. Ah, hier, da sehe ich schon einen Empischen. Ah, der ist schon rot und grün. Der ist schon grün. Nein, das ist nicht die Seeburger Straße. Also deswegen muss ich eins vor. Wie sieht's aus mit der Pünktlichkeit? Immer noch zu spät. Meine Gott, ich halte das nicht mehr aus mit dem Verspätung. Die 100
Die fährt. Aha, die fährt geradeaus. Muss man die Scheibe kurz sauber machen. Hier rechts ist es. Ich hoffe mal. Ja. Da fährt schon jemand mit. Meine Gott, die Ampel wird immer rot. So, dass ich zu spät gekommen bin. Große Klasse. Na, super. Super gemacht hast du, Ampel. Das hast du toll gemacht. Wegen denen komme ich zu spät. Das gibt's wohl nicht. Ich persönlich von dem Auto nach Köln. Es muss ja behindert sein. LKW, du fährst mir nicht hier rein. Ich kann den nicht überholen, nein. Doch, ich hab's geschafft. Nächster Halt. Melange von Melange von PL. Kenn ich nicht. Der muss ja behindert hier fahren. Wunderbar, jetzt komme ich überall zu spät. Überall Verspätung. Alles läuft wie geschmiert. Wunderbar, alles läuft wie geschmiert. Ach, hier. Obwohl, nee, am Anfang warst du schon irgendwie ein bisschen lost. Du wusstest gar nicht, wie er. Um sie zu machen, richtig. Hallo. Ja, jetzt halt die Klappe, Manfred. Nächster Halt am Omnibushof. Ja, eigentlich frage ich mich, warum ich jetzt hier überall zu spät bin. Wunderbar, überall zu spät. Alles läuft wie geschmiert. Überall viel zu spät. Also bei dir hat der Friseur alles falsch gemacht, was man falsch machen kann beim Führer. Komm, jetzt wird grün. Komm, du hast da echt an der Klatsche, komm.
Ja, das ist nix. Die müssen behindert hier fahren. Meine Gott. Ihr sollt die Haltestelle am Omnibus sein. Haltestelle am Omnibushof. Hier ist es. Hier ist es. Alles klar. Der muss ja behindert hier fahren. Und wieder rot wird er, das gibt's wohl nicht. Na toll, überall zu spät. Na super. Große Klasse, jetzt komme ich zu spät. Alles wunderbar. Alles wunderbar. Kann man da eigentlich stolz drauf sein? Ich habe nicht viele Jahre auf der Schulbahn verbracht. Da kann es aber nicht stolz drauf sein. Wieso? Die werden für mich ja dann schneller geht's nicht mehr, gell? Schnell fertig und kommt mit 30 eigentlich schon in den Ruhestand gehen. So, das kannst du normalerweise nicht, wenn du auf die Gymnasium gehst und danach ein bisschen rumstudieren und so weiter, bist du ganz schnell 5, 6, 27. So, wenn ich die Bundeswehr dann noch 1 bis 30 und dann kannst du gerade mal Geld verdienen. Da war ich schon fertig. Mit dem Fakt. Nächster Halt, Wilhelmstraße. Also, ich muss mal ehrlich sagen, nur Berlin-Spandau ist sehr schön gemacht worden, die haben schön gebaut. Also ich muss mal sagen, dass ich jetzt immer auf der Karte in Berlin-Spandau fahren muss. Ich muss ehrlich mal sagen. Wilhelmstraße. Das ist es nicht. Das ist es nix. Wir haben zusammen die Schulbank gedrückt und haben jeden Scheiß gemacht. Hier ist die Wilhelmstraße. Da wollten wir jetzt anhalten. Da fährt keine mit. Du wirst bald mit dem Scheiße. Nächster Halt. Heerstraße, Sandstraße. Also ihr wisst, dieser Bus steht schon langsam in der Beschreibung. Donut in der Beschreibung und es steht schon in den Kommentaren. Der überholen wir mal. Mir geht das überhaupt nicht mehr. Ich habe da ja auch am Ende nichts mit zu tun. Ich habe mich ja mit dem Sonnen schon hingesetzt, könnte eine längere Geschichte werden. Ich bin ja froh, dass ich einen Schaden habe. Ein bisschen heiser werde ich schon mittlerweile von der Kölner. Der gibt ein bisschen Gas. Der kann noch ein bisschen Gas geben. Ja, ich gucke mal den Laden jetzt hier an. Ich bin in der Zeit noch nie gewesen, aber es scheint ja neu zu kommen. Nächster Halt. Magistratsweg. Ne, ich habe mich schon entschieden. Lieber mal das iPad. Der muss auch noch sowieso überholen. Nächster Halt. Heerstraße, Stadtgrenze. Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Bum, bum, bum.
Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Das, was jetzt kommt, ist ganz nach Karmens Geschmack. Verwöhnt werden und in Erinnerungen schweben. Ja, ihr könnt jetzt sofort raus. Ihr könnt jetzt sofort rauskommen. Wenn du mich dann hat sie mit Robert zusammengebracht, das ist ja, Straße, Stadtgrenze. Ich bin ja auch natürlich auch nicht mehr so gut. Bei früher war er schon sehr, sehr eifersüchtig. Ja, das ist die Werbung jetzt vom YouTube. Das war zwar eine Werbung von YouTube gewesen. Hier ist die Terminus. Die kommt jetzt. Jetzt hier in so einem Massagetempel, wo ich eigentlich überhaupt nichts. Die kommt jetzt. Jetzt hier langweilig mich und warte jetzt hier auf die Frauen. Oh! Ach, warte mal grad. Ein Stückchen habe ich mich verfahren. Warte mal grad, ich hab mich ein Stückchen verfahren. Ich war hier gerade ausgewiesen. Ich muss gerade ein Stückchen nochmal zurück. Ich muss gerade ein ganz kleines Stückchen zurück. Die beiden Damen kommt es nach eineinhalb Stunden so vor, als wären sie nie getrennt gewesen. Das ist Herr Straße Gymnasium. Ja, ganz die alte, komplett eine ganz normale Frau wie ich. Also da merkst du überhaupt keinen Unterschied. Auch wenn er eine andere Welt ist. Es hat sich nichts geändert. Sie hat sich nicht verändert. Ich hab mich nicht verändert. Mann. Überall zu spät, wunderbar. Also wir müssen jetzt ein bisschen beeilen, nur dass sie tatsächlich von der Liege kommen. Dann sind die beiden Mädels endlich fertig. Damit ist auch der Abschied gekommen. Carmen und Gabi müssen wieder getrennt gehen. So, Motor können wir ausmachen. Ich fand es ganz toll, mal wir haben mit meiner Motto können wir sowieso mal ausmachen. Und so. Weil wir machen aber noch weiter. So, raus mit euch. Also das gibt's doch nicht. Sag mal, hat der sie noch all. Am Nachmittag soll schon ein Song mit dem König von Mallorca aufgenommen werden. Das ist es doch, die Endstation. Leute, ihr lügt mich an, gell? Leute, ihr lügt mich langsam an. So. Oh, unser Gast ist da. Gast ist da. Hallo, Carmen. Ich bin der Rainer. So, raus mit euch. Ja, das bin ich. So, raus. Ja, logisch. Dann können wir mit dir Kölsch sprechen. Ich verstehe. Ja. Ich bin ja bei dir. So. Boah, Wahnsinn, der Text. So, pass auf, komm mal zu. Der ist zu lang. So, pass auf, ich bin. Okay. Ja. Das war unser Icarus Simon IK 111. Ich hoffe, euch hat's gut gefallen. Lasst mir langsam ein Like da. Und wir fahren jetzt noch weiter auf der Karte. Nublin Spandau. Tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Euer Brian Bausch.